Achtung, ich lese vor. Flüchtlinge sind alle kriminell. Sie nehmen uns die Kita-Plätze weg und gefährden unseren Sozialstaat. Dies sind typische Vorteile gegenüber Flüchtlingen, die manche Menschen in den Köpfen haben. Häufig führt das zu Unsicherheiten und die Menschen suchen Erklärungen, warum sie sich unsicher fühlen. Allerdings stecken nach psychologischer Sicht andere Gründe dahinter, warum sich Menschen bedroht fühlen, Vorteile haben oder Unsicherheiten entwickeln. Welche? Ja, bleibt dran! Die Flüchtlingsthematik weckt in uns eine sehr alte Angst. Die Xenophobie. Es handelt sich hierbei um eine Art angeborene Angst, die einen erheblichen Überlebensvorteil hat. Man muss sich vorstellen, vor Jahrtausenden vor Jahren haben Menschen nur in Stämmen gelebt, weil nur in Stämmen überlebt werden konnte. Denn nur in Stämmen war es damals möglich, überlebensnotwendige Ressourcen zu sichern und bei Knappheit seine Ressourcen auf Kosten anderer Stämme zu erweitern. Dies hatte die Konsequenz, dass sich die einzelnen Stämme gegenüber anderen Stämmen verteidigen mussten, und zwar um zu überleben. Du spielst das schon wieder! Das reicht! Der PC kommt weg! Sag mal, geht's noch? Aus evolutionspsychologischer Sicht ist dies die Ursache für Fremdenfeindlichkeit. Die Xenophobie hat heute keine gesellschaftliche Relevanz mehr und ist eigentlich total unwichtig, aber sie ist halt wieder Blinddarm. Ja, sowas Unnötiges, aber ist halt trotzdem da. Ein anderer Grund ist die symbolische Gewalt und betrifft die gesellschaftlichen Macht- und Herrschaftsverhältnisse. Ein einfaches Beispiel für symbolische Gewalt ist Sheldon Cooper aus The Big Bang Theory. Er erhebt ständigen Anspruch auf seinen Sitzplatz und lässt nicht zu, dass sich andere auf diesen setzen. Was der Sitzplatz für Sheldon Cooper ist, ist für die Deutschen das Deutschland. Sie befürchten mit der Welle an Flüchtlingen, die in Deutschland ankommt, dass die deutsche Kultur vor die Hunde geht. Obwohl die Angst des einstürzenden Deutschlands völlig unbegründet und unbelegt ist, gibt es die Angst einfach. Wenn Menschen Angst haben, ist es eine natürliche Reaktion, dass sie die Flucht antreten. Naja, zumindest wollen sie die bedrohliche Situation vermeiden. Für das Flüchtlingsthema ist dies allerdings zu spät, denn Flüchtlinge sind schon in Deutschland und Flüchtlingsheime werden gebaut. Für viele Menschen entsteht so der Eindruck, dass Staat und Politik komplett versagt haben, und hierbei ist die Gefahr sehr groß, dass diese Angst eben in Wut, Diskriminierung, Widerstand und letztlich in Gewalt enden kann. Sind diese Menschen dann Rassisten? Ja, wohl kaum, denn in vielen Kulturen gibt es einfach stereotypische Ansichten gegenüber Fremden, die über die Zeit hinweg auch sehr stabil sind. So werden Sinti und Roma schon jahrhundertelang mit dem Vorurteil verbunden, dass sie Diebe seien. Aber auch Deutsche dürfen sich schon lange Zeit mit dem Vorurteil rumschlagen, dass sie Nazis seien. Wenn Menschen eben in Situationen sind, die für sie Unsicherheit bedeuten, so greifen sie auch schon mal auf diese Bilder zurück. Mit der Unsicherheit verbunden mit der Angst können auch rassistische Argumentationen entstehen, bei der die Lösung wäre, dass die Flüchtlinge ausreisen müssen, dass sie ungleich behandelt werden sollen oder dass sie gar ein Einreiseverbot bekommen. Warum gehen manche Menschen mit der Situation so ganz anders um? Hierbei spielt die Erfahrung mit Migranten eben eine große Rolle. Denn Menschen mit positiver Erfahrung haben gelernt, darin nicht nur Negatives zu sehen, sondern sie haben auch die Chance dahinter erkannt und begriffen, dass es auch ganz normal sein kann. Einige Menschen haben diese Ansicht allerdings nicht und die Rechtsextremen sehen genau darin ihre Chance. Sie liefern vermeintliche Bestätigungen für unbegründete Befürchtungen, wovon sich allerdings Menschen, gerade Menschen mit wenig Erfahrung mit Migranten, sehr einfach beeinflussen lassen. Vorwurf? Nein. Der Mensch ist kein Computer und kann Informationen objektiv verarbeiten. Ist einfach so. Es ist auch ganz normal, dass Menschen, wenn sie Misstrauen empfinden, nach Informationen suchen, die dieses Misstrauen bestätigen. Aber gibt es eine Lösung? Also für mich persönlich liegt die Lösung beim Staat und der Politik. Sie müsste die Angst der Betroffenen ernst nehmen, Gegenargumentationen liefern und vor allem das Gefühl der Sicherheit vermitteln. Aber vor allen Dingen muss sie den Eindruck vermeiden, dass die Ressourcen der Einheimischen abgezapft werden. Denn so, wenn dieser Eindruck entsteht, entsteht auch Rassismus. Hast du dir auch schon mal ernsthafte Gedanken dazu gemacht, wie das Flüchtlingsproblem gelöst werden kann? Dann ab damit in die Kommentare. Ja, und viele, die erwartet haben, dass hier möglicherweise die sexuellen Übergriffe genannt werden in Köln etc. Nein. Bewusst nicht, denn das ist ein ernstes Thema und das sollte nicht hier reingequetscht werden in meinen Augen, sondern dürfte und müsste in einem viel größeren Rahmen besprochen werden. Aber auf jeden Fall, wenn euch das Video dennoch gefallen hat, dann schreibt es mir in die Kommentare, lasst einen Daumen nach oben da, Abo wäre auch nett und ansonsten sehen wir uns zum nächsten Video. Macht's gut, haut rein, tschüss.